Das heutige Petersburg geht locker mit dieser Vergangenheit um. Vor der Peter- und Pauls-Kathedrale erinnern Komparsen an jene Zeiten. Nur ein paar Schritte weiter, Peters Grab. Blumengrüße an den Stadtgründer und Imperator. Genau gegenüber der Kirche, die Peter selbst als Grablege bestimmt hat, stehen heute gepanzerte Autos vor dem Münzhof. Eine seltsame Nachbarschaft. Aber sichtbare Spur, was ihn im Leben bewegt. Die ständige Suche nach neuen Geldquellen. Auf seinen Befehl durchstreifen Beamte das Land mit dem einzigen Ziel, heimliche Vermögen aufzuspüren. Der Fall Matwej Gagarin, Gouverneur und Selbstherrscher in Sibirien. Peters Fiskale durchsuchen sein Haus in Tobolsk aufgrund mehrerer Denunziationen. Kostbarkeiten soll er beiseite geschafft und den Zaren hintergangen haben. Die Beamten finden, was sie suchen. Ein Vermögen. Auch neues Gütengold wandert in Peters Schatzkammern. Die Treuen Demidows hatten es ihrem Zaren geschenkt. Gagarin wollte es für sich. Er muss seine Residenz in Tobolsk verlassen. In Petersburg erwartet ihn die härteste Strafe. Er wird gehängt. Sein Leichnam wird, als abschreckendes Beispiel für jeden, der den Zaren betrügt, angeblich 8 Monate zur Schau gestellt. Dieser Fall ist für Peter erledigt. Aber das Kapitel Sibirien ist noch lange nicht abgeschlossen. Die wertvollen Stücke der Skythen bekommen in der Kunstkammer, dem ersten Museum Russlands, ein neues Zuhause. Sie werden Teil von Peters Kuriositätensammlung. Missbildungen aller Art. Zähne, die der Zar seinen Untertanen eigenhändig gezogen hat. Auch das Skelett seines verstorbenen Dieners Bourgeois fand hier Platz. Wegen seiner Größe von über 2,20 Meter hatte ihn Peter aus Deutschland mitgebracht. Kein anderer Zar auf Russlands Thron packt selbst so viel an wie Peter der Große. Für ihn hat das Handwerk goldenen Boden. In seiner privaten Umgebung steht stets eine Drechselbank für ihn bereit. Diese Kunstfertigkeit hatte er auf seinen Auslandsreisen gelernt. Er weiß genau, was Russland fehlt. Eine blühende Industrie und
Unternehmergast. Russland ist ein Agrarland. Die Bevölkerung durch ständige Steuern ohne Hoffnung, die nur die Kirche spenden kann. Und Almosen. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber noch Schlimmeres steht bevor. Die Kirche selbst wird zur Zielscheibe des Zaren. Mit einem Ukas rückt Peter den Schätzen und den Besitzungen des mächtigen Dreifaltigkeitsklosters zu Leibe. Er selbst hatte in früheren Jahren gerade dieses Kloster immer wieder reich beschenkt. Zweimal hatte es ihm als Zuflucht gedient. Jetzt wird es eine sprudelnde Geldquelle. Doch das ist immer noch nicht genug. Die Kriege, der Bau der neuen Hauptstadt, ein Fass ohne Boden. Mit einem Federstrich besiegelt Peter das Schicksal von fast 6 Millionen leibeigenen Bauern. Für 150 Jahre. Sie müssen von nun an eine Kopfsteuer entrichten und, da sie selbst nichts haben, geraten sie immer mehr in Abhängigkeit ihrer Herren. Selbst im fernsten Winkel Sibiriens werden Steuerflüchtlinge aufgespürt. Hier ließ sich niemand träumen, was inzwischen im fernen Petersburg heranwuchs. Ein Märchen am Meer. Peterhof. Der russische Beitrag im Wettbewerb königlicher Eitelkeiten. Vor allem die Zarinnen nach Peter haben diesen Traum des großen Vorfahren ständig ausgeschmückt. Der große Meereskanal führt direkt zur Ostsee, an deren Ufer Peters Lieblingsdomizil liegt. Das Schlösschen Mont Plaisir. Noch eine Sommerresidenz des Zaren. Angesichts des Prunkes späterer Paläste ist diese Einrichtung geradezu einfach. Hier, an den Ufern des Meeres, träumt der Zar von einer großen Flotte. Auf einem ähnlichen Boot unternahm der jugendliche Peter seine ersten Segelversuche. Jetzt entwirft er Pläne für Größeres. In den Niederlanden hatte er selbst das Schiffbauerhandwerk erlernt. Er weiß, was die Vorherrschaft auf dem Meer für Russland bedeuten kann. Sein Sankt